Ja, vielen Dank, Herr Matschulat, für die schöne Einführung. Ich kann jetzt den Unterhaltungswert von Herrn Böttcher natürlich nicht toppen, das will ich auch gar nicht erst versuchen. Aber ich will jetzt nochmal Ihren Fokus etwas auf den Bildungsbereich und da speziell auf den Schulbereich richten. Also ein Bereich, wo wir in Sachsen jetzt seit knapp 10 Jahren, kann man sagen, eigentlich tätig sind. Ich möchte dort ein paar Beispiele einmal rausgreifen und Ihnen auf der einen Seite die Probleme etwas aufzeigen, mit denen man dort lebt, auch in so einem Land mit Bildungsauftrag, mit Bildungshoheit. Das ist ja eine typische Länderaufgabe. Und zu den Erfolgen, die man da auch im Einzelnen erreichen kann, darauf möchte ich etwas ausführlicher eingehen. Ausgangspunkt ist sicherlich natürlich einmal, warum ist Klimawandel überhaupt ein Thema für Bildung, für Schule, aber auch für außerschulische Bildung? Natürlich, weil es ein ganz zentrales Thema unserer Gesellschaft ist. Das wurde ja in den 2 Tagen auch, denke ich, mehr als deutlich. Sie haben es eben so schön gesagt, Herr Matschulat, an wen wende ich mich dann? An Kinder und Jugendliche natürlich, weil ich denke, unsere Generation wird nicht mehr die ganz großen Veränderungen erreichen, vielleicht auch nicht mehr wollen, nicht mehr anstreben. Also denke ich natürlich zunächst mal daran, die nachfolgende Generation soll es denn richten. Das ist immer so einfach gesagt. Man schiebt damit natürlich auch Verantwortung einfach in die nächsten Generationen weg. Das ist eine sehr zweischneidige Sache und trotzdem ist diese Aufgabe natürlich ganz wichtig, weil letzten Endes die Generation die Entscheidung von morgen fällen werden. Und das heißt, wir müssen frühzeitig Wissen vermitteln an die Kinder und Jugendlichen. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, da will ich auf einige eingehen. Wir wollen vor allen Dingen 3 Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen, bei Schülern eigentlich entwickeln. Sie sollen selber Entwicklungen einschätzen können. Das heißt, wir müssen nicht nur das notwendige Wissen ihnen bieten dafür. Und das ist heute auch eine grundsätzliche Kritik manchmal an Schule, dass man Wissen, Wissen, Wissen vermittelt. Und das Wissen wird irgendwann, sage ich mal, in Tests, Abiturprüfungen, sowas abgefragt. Und es werden aber nicht die Zusammenhänge entwickelt. Es wird keine Problemlösetechnik vermittelt. Also das ist auch eine Schulkritik, die es ja seit langem gibt. Letzten Endes sollen Schüler dann in die Lage kommen, Bewertungen vorzunehmen. Also mit dem Wissen, was sie aufnehmen, was sie vermittelt bekommen, sollen sie bewerten. Und sie sollen letzten Endes, und das ist der gesellschaftliche Aspekt von Bildung, sie sollen Handlungskompetenz entwickeln. Das ist ganz wichtig. Dieses letzte Ziel steht am Ende dieser ganzen Hierarchie. Und dafür ist natürlich Voraussetzung die Bereitstellung von geeigneten Materialien. Wie ist der Stand in Sachsen? Ich sagte eben, wir sind seit ungefähr 10 Jahren in dem Bereich aktiv. Und das ist nicht in allen Ländern so. Wir haben einen sehr guten Kontakt in dem Feld mit dem Kultusministerium immer gehabt. Das ist nicht selbstverständlich, weil man aus anderen Bundesländern auch gegenteilige Entwicklungen hört. Für uns war das gemeinsame Dach auch für Klimabildung, also Klimainhalte zu vermitteln an Schulen, war immer die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es gab die sogenannte UNESCO-Dekade, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die lief 2015 aus. Dort wurde ein Orientierungsrahmen entwickelt für globale Entwicklung. Und dort gab es viele Themen wie Biodiversität im Bereich der Umwelt, wie den Klimawandel. Und es gab aber auch natürlich gesellschaftliche Themen, ökonomische Themen, soziale Themen, alle, die eine Rolle spielen. Und deswegen betrachte ich es auch ganz wichtig, dass man Klimabildung nicht sehr exponiert alleine irgendwie vermittelt, sondern dass es in einem Kontext von nachhaltiger Entwicklung vermittelt wird. Da sind ja bei uns zahlreiche Einrichtungen im Lande unterwegs, unter anderem die Landesstiftung für Natur und Umwelt und viele andere private Bildungseinrichtungen. Wir sind seit 2007 etwas konkreter mit dem Kultusministerium dazu in der Arbeit und haben schrittweise etwas getan. Man kann nicht in dem Bereich erwarten, dass man jetzt den schnellen Erfolg erzielt, mit der richtigen Maßnahme sofort die großen Erfolge auch darstellen kann, sondern das ist ein schrittweiser Prozess, aber er lohnt sich. Was haben wir getan in den 10 Jahren? Wir haben Materialien entwickelt, wir haben Fortbildungsangebote entwickelt, wir haben Wettbewerbe durchgeführt und wir haben vor allen Dingen verschiedene Angebote, die wir entwickelt haben, auch erprobt und letzten Endes dann auch in die Schulpraxis eingeführt. Das Problem ist, wenn Sie heute in die Lehrpläne, in die sächsischen Lehrpläne schauen, dann ist das Thema Klima an vielen Stellen angesprochen, vorrangig immer im Fach Geografie und in manchen anderen Fächern taucht es gar nicht auf, aber auch im Fach Geografie gibt es keinen richtig roten Faden,
sondern es ist immer problembezogen, mal am Thema Boden, mal am Thema USA, mal am Thema Entwicklungsländer, irgendwo immer in verschiedenen Stellen wieder aufbereitet. Und es war interessant, dass gerade die Kultusministerin vor ein paar Tagen gesagt hat, offensichtlich müssen wir die Lehrpläne mal entlasten. Also auch das ist ja eine Entwicklung, die bundesweit diskutiert wird. Packen wir alle paar Jahre neue Inhalte rein und vermitteln den Schülern oder vermitteln immer mehr Druck zum Auswendiglernen, zum Reproduzieren, aber nicht zum Zusammenhänge herstellen. Beim Thema Klima bietet sich, das Thema Klima ist eigentlich ein typisches Thema, wo es darum geht, solche fachübergreifenden Inhalte zu vermitteln und dann eben auch diese komplexen Zusammenhänge zu erkennen und herzustellen. Wir haben deswegen gesagt, es gibt jetzt nicht dass die eine Klasse, weder in der Oberschule noch im Gymnasium noch in den berufsbildenden Schulen, wo sich dieses Thema eignet, sondern es muss ein schrittweiser Prozess sein, der beginnt in der Klasse 7, 8 ungefähr und geht bis ins Abitur oder in die mittlere Reife oder in den Hauptschulabschluss. Also das langfristige Ziel ist, dieses Thema Klima, das haben wir auch im neuen Energie- und Klimaprogramm hier in Sachsen vereinbart, das langfristige Ziel ist, das in den Lehrplänen auch anders unterzubringen. Nun sind Lehrpläne etwas eine langfristige Sache, man entwickelt und revidiert die nicht alle paar Jahre. Die nächste Revision liegt ungefähr an in den nächsten 3, 4, 5 Jahren. Dort ist auf jeden Fall, hat das Kabinett auch beschlossen, wird dieses Thema Klima eine andere Bedeutung bekommen als bisher. Was haben wir bislang getan? Wir haben also diese Phase bis dahin haben wir versucht zu überbrücken und den Schulen klarzumachen, das ist ein wichtiges Thema. Die Schüler bringen dieses Thema auch in die Schule mit hinein aus den Medien, also das, was wir eben gesehen haben von Herrn Böttcher. Und deswegen muss sich Schule auch diesem Thema stellen. Und wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten entwickelt, auf die ich jetzt ein bisschen genauer eingehen möchte und Ihnen mal so ein bisschen das Spektrum aufzeigen möchte. Man sammelt ja nicht nur positive Erfahrungen damit und das möchte ich auch gleich an verschiedenen Stellen mal zeigen. Das ist so ein kleiner Blick mal in die bunte Welt der Klimabildung. Etwas haben Sie draußen schon gesehen. Wir haben also ein Klimapavillon entwickelt, wir haben verschiedenste Materialien entwickelt, Lehrerfortbildungen, Aktionen durchgeführt, aber immer mit dem Hintergrund Motivation für Schulen dort mitzumachen. Ich gehe jetzt mal auf ein paar Dinge etwas differenzierter ein. Wichtig war für uns bei dieser ganzen Kampagne seit 2007 immer, dieses Thema nicht nur im Geografieunterricht zu verankern, weil es eben so viele verschiedene Aspekte hat. Es hat eben ökonomische Aspekte, es hat soziale Aspekte, es hat naturwissenschaftliche Aspekte, ökologische Aspekte. Und deswegen haben wir versucht, diese Möglichkeit, die es im sächsischen Lehrplan gibt, fächerverbindender oder fächerübergreifender Unterricht, dieses Thema dort reinzubringen. Und wie es so ist, ähnlich wie bei Journalisten, auch Lehrer erwarten dann natürlich, wenn ein neues Thema kommt, bietet uns mal die Materialien an, möglichst gut aufbereitet, möglichst didaktisch reduziert, dann können wir es auch relativ gut und problemlos einsetzen. Nun sind wir auch kein Servicebetrieb, der alles so richtig schön hinlegt und sagt, braucht ihr euch nur noch nehmen hier, sondern der Lehrer soll ja auch dazu aufgefordert werden, seine Schwerpunkte und aufgrund seiner Klasse und seiner Interessen in der Klasse auch durchaus differenzieren zu können. Wir haben dann den Fachunterricht natürlich auch im Fokus gehabt. Geografie ist das klassische Fach für das Thema, aber mitnichten ist es das einzige Fach. Sie finden aber heute in den Lehrplänen anderer Fächer dieses Thema kaum. Also zum Teil das Thema Ethik bietet sich hervorragend an dafür, ist aber bietet kaum dort Anhaltspunkte. Die Naturwissenschaften sind Fächer, in denen man das aufgreifen kann, die Informatik, aber auch die Fremdsprachen zum Beispiel sind Themen. Dolch hat ein Dresdner Gymnasium mal im Englisch-Leistungskurs den Klimawandel mal 5 Stunden behandelt. Also auch das geht. Man muss es nur wollen und tun. Und dann ist es natürlich ein Thema für Projektarbeiten, für AGs, für Projekttage und Ähnliches. Wir haben damals begonnen, weil wir gesagt haben, es gab noch kein wirkliches einsetzbares Schulbuch. Die Schulbuchlandschaft in Deutschland ist ja auch sehr differenziert. Je nach Lehrplänen und je nach Schülerzahlen entwickeln die beiden großen Schulbuchkonsortien entweder ein eigenes Buch, wenn das Bundesland zu klein ist und der Lehrplan ein ganz besonderer ist, dann lohnt sich diese Zielgruppe gar nicht, dann müssen sie sich an andere Schulbücher anschließen oder wenn die nicht zugelassen sind, dann werden eben eigene Materialien entwickelt. Wir haben also versucht, mit dieser Broschüre so diesen Spagat auch zu schaffen zwischen dem doch sehr abstrakten globalen Klimawandel, das ist für den Journalisten, denke ich, ähnlich abstrakt, und es runterzubrechen auf ganz konkrete Dinge im Lebensumfeld der Schüler.
Also das haben wir haben also in dieser Broschüre, Sie sehen hier bloß mal so ein paar Beispielseiten, versucht, die einzelnen Dinge des Klimawandels abzuleiten aus den globalen Zusammenhängen und aber ganz konkret zu sagen, wie sind wir denn in Sachsen hier betroffen? Das heißt, welche Veränderungen erwarten wir? Wie werden wir in Infrastrukturen, in der Gesellschaft, in den Ökosystemen betroffen sein und welche Handlungsmöglichkeiten gibt es? Das ist immer ganz wichtig auch, dass der Schüler am Ende sieht, wo kann er sich einbringen, kann er sich in politische Prozesse einbringen, in Bürgerinitiativen, in alles das, was es da so in der gesellschaftlichen Angebot gibt. Und dazu, und das ist ganz wichtig, die schönste Schülerbroschüre hilft nichts, wenn Sie für die Lehrer keine Handreichung machen. Sie müssen also dann in irgendeiner Form auch Angebote bieten über Arbeitsblätter, über Experimente, die man vielleicht machen kann, über vorbereitete Folien. Es gibt immer noch Lehrer, die mit Overhead-Folien arbeiten, man soll es nicht glauben. Aber auch da natürlich quasi Angebote im Internet mit Dateien und Ähnlichem. Solche Arbeitsblätter haben wir dann vorbereitet. Da ging es um das Thema Wintertourismus in Sachsen. Es ging um ganz konkrete Themen, sag ich mal, der Bodenerosion, die wir heute schon gehört haben, zum Wasserhaushalt und Ähnlichem. Da gibt es eine ganze Reihe von Anknüpfungsmöglichkeiten in den verschiedenen Klassenstufen und sowohl in der Oberschule wie auch im Gymnasium. Auch dieses Thema Schülerexperimente bietet sich an. Über dieses Thema kann man gegebenenfalls auch mal Biologie- und Chemielehrer erreichen. Und Schülerexperimente sind eigentlich eine ganz beliebte Sache, um, sag ich mal, auch so ein bisschen den Praxisbezug im Unterricht herzustellen. Und dann haben wir den Klimapavillon eingerichtet. Also das war eine Idee, die wir mit einer Agentur gemeinsam entwickelt haben, auch schon sehr lange her. Ich glaube 2007, 2008 war das. Das heißt, es ist so ein interaktives Angebot, wo eine Gruppe von Schülern mit Lehrern quasi an einem großen Touchscreen sich dort Inhalte abrufen kann, Fragestellungen erarbeiten kann und quasi mal losgelöst vom Frontalunterricht oder von anderen Möglichkeiten sich hier mal im anderen Umfeld bewegt. Sie sehen da, wir haben da mal eine Aktion gemacht, das waren diesen Klimapavillon haben inzwischen viele Minister erlebt, also könnte ich jetzt von der ganzen Ministergilde, der Umweltminister, könnte ich jetzt Bilder hier zeigen. Es ist ein Thema, wo man auch gemerkt hat, dass dann Minister auch mit Schülern ins Gespräch kommen. Es entkrampft ein bisschen das ganze Thema. Meine Schüler kommen auch dann ins Gespräch, in die Diskussion. Es ist schon eine ganz, ganz gute Geschichte. Wir leihen den an die Schulen aus, landesweit, und der wird gut angenommen und ist auch sehr gefragt. Das ist so ein Blick hier rein in das Angebot. Sie haben dann so Kacheln, die Sie antippen können und wo es dann die Angebote gibt. Hier mal über die Meeresströmungen aufgezeigt an einem Beispiel. Es gibt aber viele zu Klimafolgen, zur Anpassung und zum Klimawandel. Hier noch ein kleines Angebot gibt es in verschiedenen Bundesländern auch, sogenannte praktische Koffer, wo Sie, sage ich mal, von Energiemessgeräten über anderes dann auch sehr praxisnah mit Schülern arbeiten können. Es gibt ein interaktives Spiel, so ein bisschen im Mission Klima nennt sich das, wo auch Schüler auf dem Boden dann zu mehreren spielen können, bestimmte Aufgaben lösen müssen. Auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Und wir haben dann 2010 erstmals versucht, einen landesweiten Wettbewerb zu machen. Viele haben uns gewarnt, haben gesagt, lass das, Wettbewerbe. Viele Schulleiter haben gesagt, wir werden überflutet von Wettbewerben. Ich kriege jeden Tag über die Schulpost drei Angebote, wo wir mitmachen können. Vom Wettbewerb des Bundespräsidenten zur Geschichte bis zum Bundesumweltwettbewerb und Ähnlichem. Wir haben gesagt, wir machen einen Wettbewerb, wir bleiben bei der Idee, aber wir verbinden den mit Praxis auch, mit ganz praxisnahen Dingen. Und deswegen haben wir also versucht, den so zu gestalten, dass wir gesagt haben, die Schulen müssen in diesem Wettbewerb müssen sich mit Beiträgen bewerben und die müssen auch einen Aktionstag an ihrer Schule gestalten. Und an dem Aktionstag haben wir dann so ein bisschen als Drohung in Anführungszeichen gesagt, kommt der Umweltminister und schaut sich das mal an. Und das war eigentlich, hat es im Nachhinein als ganz gut herausgestellt. Wir haben das dann unter Herrn Kupfer, tatsächlich, der ist, wir haben an einem Tag 5 Schulen besucht, sachsenweit, also wir sind hin und her gerast über die, es war nicht sehr ökologisch, aber wir haben zumindest viel Schulen erreicht und das war wirklich auch ein Erlebnis, also ich durfte dabei sein und zu sehen, wie Schüler dann, sage ich mal, selbst sich Inhalte erschließen, wie sie Aktionen planen, wie hier unten im Gymnasium Bürgerwiese, links das Bild, Experimente machen und das aber auch erklären können. Das war eine 6. oder 7. Klasse sogar. Also da muss man nicht in die Oberstufe gehen oder in die 10. Klasse, das kann man auch mit kleineren machen.
Und das ist dann so ein selbstverstärkender Prozess. Also einer fängt an zu erzählen und dann erzählen andere was dem Minister und dann geht es hin und her. Die Lehrer haben sich völlig zurückgehalten, die waren gar nicht mehr gefragt, sondern es ging hier um ganz andere Zusammenhänge und das war gut. Also dieser Aktionstag, kann ich nur raten, ist was Wichtiges. Also man muss Aktion hineinbringen, nicht nur Wissen vermitteln. Und das muss man geschickt tun. Und dann haben wir am Ende, sage ich mal, natürlich eine Auszeichnung gehabt. Es wurden Musicals entwickelt von der Grundschule in Leipzig. Und haben dann so eine ganz offene Feier auch in dem alten Güterbahnhof von Radebeul gemacht. Man kann da keine Festveranstaltung machen mit großem Rahmen oder so, sondern wir haben Schülerbands auftreten lassen, wir haben dort alle möglichen Angebote von Schulen mit integriert und das war eigentlich eine gute Sache. Und der Hauptpreis oder einer der Hauptpreise war eben eine Führung durch dieses Panometer Amazonien. Der Herr Assisi, der Künstler, war selbst dabei, war in der Jury auch und hat seinen Schülern auch selbst, sag ich mal, Dinge von der Erstellung dieses Panometers, aber auch dann von Amazonien selbst, von seinen Reisen dorthin berichtet. Das war hochspannend. Hier sehen Sie nochmal so den Querschnitt. Minister und Staatssekretär sind inzwischen abgetreten, sind neue am Werke, aber die Schüler sind also noch in den, es waren noch niedrigere Klassen, die sind dann ausgezeichnet worden. So, und dann haben wir gesagt, die Schüler anschauen, ist das aber die Schüler mit Angeboten versorgen und mit einem, ist das eine, oder die Lehrer sind. Haben wir festgestellt, teilweise auch ein gewisser, ich will nicht sagen gewisses Hemmnis, aber sie haben auch teilweise Unsicherheiten bei dem Thema und sagen, ich höre ständig in den Medien das breite Spektrum, was ist denn jetzt nun wahr, was kann ich denen denn vermitteln und sind verunsichert und da haben wir gesagt, wir müssen dringend in die Lehrerfortbildung investieren. Das haben wir in den ersten Jahren mal so sehr wenig strukturiert gemacht, einfach mal einzelne Angebote angeboten. Und jetzt inzwischen machen wir das auf einer längeren, über längere Jahre hin, über eine Frist von 3, 4, 5 Jahren, wo wir sagen, wir haben ein strukturiertes Angebot und dieses Angebot setzt die Landesstiftung für Natur und Umwelt in unserem Auftrag um. Die ist da sehr nah dran an den Schulen und an Lehrern und Schülern. Und wir versuchen genau diese Gratwanderung wieder einer fächerübergreifenden Lehrerfortbildung. Das ist schwer, weil der Ethiklehrer will sich nicht unbedingt mit dem Chemielehrer unterhalten und der Geografielehrer vielleicht nicht mit dem Religionslehrer. Wir haben in den ersten Fortbildungen erste Erfolge. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen und hin müssen. Aber dass überhaupt eine Diskussion, ein Gespräch zwischen verschiedenen Fachdisziplinen erstmal zustande kommt, das ist schon mal ein erster Erfolg. Und da müssen wir aber weiterarbeiten. Und da liegen wir quer zu vielen Strukturen der Fächer und des Lehrplans. Aber trotz allem wollen wir das eigentlich weiter so tun. Hier sehen Sie mal eine Einladung dazu. Mit dem Titel Bald Palmen im Erzgebirge haben wir politisch etwas Unruhe gestiftet, aber es war bewusst eine Provokation, weil Sie kriegen Lehrer nicht dahin, wenn Sie schreiben, aktueller Darstellung des aktuellen Standes des Klimawandels. Da haben Sie keine Chance, da kommt keiner. Sondern Sie müssen mal irgendwie etwas bringen und da haben wir jetzt mal von der Bild-Zeitung ein bisschen abgeguckt. Ja. Gut, ja. Dann merkt man aber auch, dass es Schüler gibt, die mit dem Thema fremdeln, die mit dem Thema, die nur schwer an das Thema ranzuführen sind. Und dann haben wir mal einen anderen Ansatz versucht. Es gibt eine sogenannte Klimaexpedition, wo also German Watch, das ist ein Umweltverband bundesweit tätig, der auch vom BMUB unterstützt wird mit verschiedenen Projekten, der so etwas, eine Klimaexpedition anbietet. Das heißt also, der erspielt von Meteosat und anderen Satelliten live Satellitenbilder ein und kann natürlich mit diesen Live-Satellitenbildern und im Vergleich damit Archivbildern eigentlich sehr schön bestimmte Entwicklungen aufzeigen. Und da hat man gemerkt, wir waren dann mit dem Minister damals in der Mittelschule in Hosterwitz, glaube ich, 9. Klasse. Und alle haben uns gewarnt, das wird schwierig werden und so weiter. Und das haben wir trotzdem getan. Und dann ist der Minister auch hingefahren und wir hatten zwei Stunden waren zusammengelegt. Und es hat dann dieser Umweltverband, der Referent, hat dann also verschiedenste Beispiele gezeigt vom internationalen Flugverkehr, wie sich der Flugverkehr über Mitteleuropa besonders bald und dann die Wüstenbildung, die Ausdehnung und all solche Dinge. Und es war spannend, je aktueller auch die Beispiele waren, umso intensiver wurde die Diskussion. Die Schüler haben Ideen gebracht, die haben ihr Wissen eingebracht. Es war hochinteressant. Also der Minister ist nachher auch ganz begeistert abgefahren, weil man sagen muss, das hat die technikaffinen Schüler eben erreicht. Es gibt eben viele Schüler, die sind so ein bisschen mehr naturwissenschaftlich, technisch orientiert und die haben dann gefragt, wie kommen die Satellitenbilder zustande, wie werden die hier eingefangen und all solche Dinge. Und das war eine andere Möglichkeit, wie man auch das Thema Klimawandel erschließen kann. Das ist nochmal das, was ich eigentlich jetzt schon gesagt habe.
Es gibt aber noch weitere Wege, und das ist ein Weg, den wir mit dem Deutschen Wetterdienst gemeinsam gehen, die jetzt mehr von Natur auskommen. Die Schüler, die jetzt mehr Interessen in der Natur und in solchen Bereichen Biologie haben, kann man natürlich auch in dem Thema phänologische Beobachtungen für den Klimawandel interessieren. Wir haben gesagt, Sachsens Schulen erforschen den Klimawandel, war so ein bisschen das Motto. Und wir sind jetzt dabei, letzten Endes die Schulen zu motivieren, da mitzumachen. Einfach phänologische Beobachtungen der Blüten, des Blattfalls, der Blütenbildung und so weiter zu erfassen in ihrem Umfeld. Da haben wir mit dem DWD zusammen da auch manche Materialien entwickelt. Wir müssen jetzt der Aktion noch ein bisschen Schub geben, das ist richtig, das haben wir schon diskutiert. Und wir wollen dann zwei Dinge damit eigentlich bringen. Auf der einen Seite wollen wir das ehrenamtliche Beobachternetz des DWDs, was auch vielfach über ältere Leute, die dann irgendwann ausscheiden, auch abnimmt. Das ist ähnlich wie im ehrenamtlichen Naturschutz. Auch dort haben wir ein Problem des Nachwuchses. Also wir wollen junge Menschen an das Thema ranführen und wollen ihnen zeigen, dass es kein langweiliges Thema ist, sondern auch interessant ist und dass es mit dem Klimawandel was zu tun hat. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch zusätzliche Daten gewinnen. Wir bieten jetzt so eine App demnächst an, wo man das dann auch am Smartphone machen kann und all solche Dinge. Also wir hoffen, dass uns das auch gelingt, hier mit diesen Materialien, die auf die Schüler zugeschnitten sind und aufbereitet sind, das zu intensivieren. Und wir wollen am Ende dann über ein Internetangebot, was das Landesamt entwickelt hat, auch die Ergebnisse dann quasi in Kartenform darstellen, sodass es ein Feedback gibt. Also dass die Schüler dann sagen können, ich war an dieser Beobachtung war ich eben beteiligt. Und das steht jetzt im Internet und ist auch entsprechend vorhanden. Kleinen Erfolg haben wir durch unsere vielen Maßnahmen erreicht. Inzwischen schon, es gibt seit gut zwei Jahren, ich glaube zwei oder drei Jahren, gibt es ein erstes Entgegenkommen im Lehrplan. Es gibt ein Wahlpflichtfach Klimawandel in Sachsen in der Klasse 11 des Gymnasiums, aber das ist im Augenblick noch das einzige Angebot, wo wir genau diese Themen und die Materialien, die wir jetzt hier entwickelt haben, wo die eingesetzt werden. Wir kriegen immer mal wieder Rückmeldungen von Schulen, dass sie jetzt sowas machen. Oder es wendet sich plötzlich mein Schüler an uns und schreibt, können Sie mir mal helfen, ich habe da eine Arbeit zu schreiben. In dem Ding. Also es ist ein Thema, was in den Anfängen steckt, aber was zunehmend sich weiterentwickelt. Und das ist das letzte Thema, damit komme ich auch zum Schluss. Wir haben jetzt gesagt, wir haben so viel gemacht über 10 Jahre. Aber es war viel Einzelangebote, die haben sich zwar multipliziert über die vielen Schulen, aber wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Struktur. Das heißt, das eine wäre Angebote im Lehrplan festschreiben, das wird demnächst geschehen. Das zweite ist, auch den Austausch unter den Schulen zu verbessern in Sachsen. Dass die Schulen, die gerade das Thema Klima verstärkt aufgreifen wollen, dass die sich auch mehr vernetzen, dass wir Strukturen schaffen und dass nicht so ein bisschen Einzelangebote bleiben. Und deswegen haben wir gesagt, mit dem SMK, also mit dem Kultusministerium, Wir haben versucht, die zu überzeugen, wir machen einen Modellversuch, der ist inzwischen auch beschlossen und von beiden Ministern verkündet worden. Wir machen jetzt über gut 2 Jahre einen Modellversuch, wo wir sächsischen Schulen die Möglichkeit geben wollen, sich mit dem Thema Klima als Klimaschule zu profilieren. Jetzt wird der eine oder andere von Ihnen sagen, Klimaschule, was ist das, was kann man da tun? Wir wollen also, im sächsischen Schulgesetz steht eine Pflicht der Schulen drin, ein programmatisches Profil zu entwickeln. Da gibt es, wie das Gymnasium Bürgerwesi in Dresden, die sind Zukunftsschule, also die haben das Thema Nachhaltigkeit sich ganz oben auf die Agenda geschrieben. Man kann viele Profile entwickeln und wir wollen also die Chance hier bieten, das als Klimaschule zu tun. Es haben sich für den Modellversuch jetzt, ich glaube, 11 Schulen gemeldet. 10 sollten nur mitmachen, 11 haben sich gemeldet und zwar auch quer durch die Landschaft, Förderschulen, Oberschulen, Gymnasien und Grundschulen. Und da sehen Sie sogar die Liste der Schulen mal. Und das ist rechts so ein bisschen die Grafik, die zeigen soll, wie das Ganze funktionieren soll. Es wird also alle Unterrichtsfelder, oder alle schulischen Handlungsfelder sollen, das war Bedingung des Kultusministeriums, sollen erfasst werden. Also sprich, wir werden in die schulische Infrastruktur, aber ohne CK, das ist okay. Der Unterricht, die Fortbildung der Lehrer, das Schulleben und auch außerschulische Lernorte sollen quasi einbezogen werden in diesen Modellversuch. Und dann wird es in jedem dieser 5 Handlungsfelder wird es Module geben. Die sehen Sie da drunter. Die sind erstmal sehr grundsätzlich überschrieben. Die werden konkret ausgestaltet. Und dann wollen wir über 2 Schuljahre
die Schulen dabei unterstützen. Es wird eine wissenschaftliche Begleitung geben. Es wird Moderatoren in den Bildungsagenturen, das ist die Schulverwaltung in Sachsen, geben, die an die Schulen gehen und diesen Prozess mit unterstützen. Wir werden externe Referenten mitfinanzieren, die auch mal in die Schulen kommen. Und das Kultusministerium hat sogar Projektförderung zugesagt, also dass es auch für Anschaffungen im gewissen Rahmen, investive Bereich, Maßnahmen oder so, dass es dort auch zusätzliches Geld geben wird. Wir hoffen, dass das ein weiterer Schritt ist, um eine Struktur zu schaffen, also um Modellschulen landesweit, sage ich mal, zu entwickeln, die sich dann in der Zukunft auch weiterhin vernetzen werden, sich austauschen werden und dass das dann so ein Schritt ist, um, wenn der Lehrplan dann mal kommt und die Lehrpläne, die veränderten, dann diese Inhalte auch in der Breite im Land eben verstärkt zu vermitteln, also als Multiplikatoren zu wirken für andere. Das ist nochmal das, was ich jetzt eben erzählt habe. Das ist jetzt gerade im Beginn. Das geht jetzt im Sommer los, also nach den Schulferien, 2 Jahre lang. Und wir werden dann sehen in 2 Jahren, was wir für Erfahrungen mit dem ganzen Thema gesammelt haben. Damit bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen kleinen Eindruck geben, wie wir mit dem Feld schulische Bildung hier in Sachsen umgehen. Wir haben manches erreicht. Wir haben auch noch manche Ziele vor uns. Und wir werden schauen, dass wir das aber mit dieser Entwicklung auch, glaube ich, hinkriegen. Die Konstellationen jedenfalls sind hier nicht schlecht im Lande. Vielen Dank. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Sommer. Das war sicherlich nochmal natürlich nicht so feuerwerksmäßig, sondern sehr an der Basis des realen Arbeitens in unserer Gesellschaft ein wichtiger Hingucker, der viel Unterstützung bedarf und viel Unterstützung verdient. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Und Sie rennen so flott weg, aber das dürfen Sie natürlich nicht tun. Ich komme auch zurück, ohne, dass ich einen tiefen Griff in die Kiste tue und Ihnen noch Vielen etwas Dank. Flüssiges zur Erinnerung überreiche. Herzlichen Dank. Wir bedanken uns. Sie alle haben auf den... Nein, das ist frech von mir. Hat jemand Fragen noch an Herrn Sommer? Bitte. Moment, Sie brauchen ein Mikrofon, sonst sind die Übersetzer aufgeschmissen. Ja, eigentlich nur eine ganz kurze Ergänzung, auch als Brückenschlag zum Vortrag von Dr. Korndörfer. Das Reklamthema einschließlich dieser Raumstrategie Ökologisches Netz befindet sich im neuen Lehrbuch vom Ernst Klett Verlag, Klassenstufe 11. Also es ist, schließt sich so ein Kreis sozusagen. Wunderbar, das wusste ich noch nicht, aber sehr schön. Bitte, Frau Rosenhagen. Warten Sie auch aufs Mikro, bitte. Ich hätte noch eine Frage. Gibt es Austausch mit anderen Ländern? Das ist doch eigentlich eine Sache, die ja nicht nur was für Sachsen ist, mit Bundesländern meine ich. Das ist schwierig, sage ich mal. Da haben Sie ein Thema losgetreten, was nicht ganz einfach zu beantworten ist. Also es gab mal einen Arbeitskreis von Umwelt- und Kultusministerien. Der hat aber nicht lange existiert. Also man muss einfach sagen, Bildung ist hoheitliche Aufgabe der Länder oder es ist einfach Aufgabe der Länder und es gibt sehr unterschiedliche Interessen da drin. Und jeder hat unterschiedliche Strukturen aufgebaut. Es gibt im Augenblick also keinen regelmäßigen Austausch zwischen den Ländern. In dem Bereich nicht. Es gibt aber in vielen Ländern sehr gute Angebote. Also wenn ich an den Hamburger Bildungsserver denke, jetzt, den nutzen auch wir. Wir schauen uns schon an, was können wir von anderen nutzen, was müssen wir nicht neu entwickeln. Aber es gibt keinen regelmäßigen Austausch, wo wir sagen können, der eine lernt vom anderen. Das haben wir irgendwie nicht hinbekommen bislang. Cool. Essen hat eine Kinderklima-Uni. Eine Kinderklima-Uni? Eine Veranstaltung ja. In einem Hörsaal oder einem Bürgerhaus. Heike, das nutzt alles gar nichts. Wir haben irgendwann mal entwickeln lassen von Systemforschern eine Vorlesung für Schulkinder und zwar gibt es die in 2 Stufen, einmal für die 3., 4. Klasse, einmal für die 7., 8. Klasse. Das heißt Kinderuni Klimawandel und das ist also auch mit Experimenten, mit nach vorne gehen und ausprobieren in so einer besonderen Atmosphäre, im Bürgerhaus oder sonst wie was. Das Konzept und auch denjenigen, der das durchführt, gebe ich Ihnen gerne weiter, wenn Sie da Interesse dran haben. Auf jeden Fall. Danke für den Hinweis.